Mahlzeit, Jungs. Auch wenn das am Regnen ist, wie die Seuche hier. Ich und Nico sind fleißig. Wir haben fast die ganze Kiste von den ausgeschlachteten Himmel, alles ist raus. Damit wir überall gucken können. Wir haben sogar noch ein zweites Rostloch gefunden in der ganzen Kiste. Nämlich hier auch am Stopfen. Der Stopfen ist weg. Aber zwei Löcher, das ist in Ordnung. Hier, so sieht das eigentlich aus. Und so ist der da weggefressen. Ne? So, hier vorne läuft Wasser rein. Haben wir entdeckt. Und hier hinten läuft Wasser übers Rücklicht. Das machen wir jetzt aber eben raus. Weil das muss, ne? Knarre, Verlängerung, was brauchst du? 8? Soll er haben, oder? Wenn wir da hier liegen, ist so ein Augenmaß. 8, klar, hier. Ja, und wir haben ganz viele Kabel rausgerissen, wo ich ihn alle hingefetzt. Da, so fürs Erste, sind noch genug Boxenkabel drin. Und er ist fast nackig, ne? Dann geht er hier richtig zur Sache, Jungs. Na, was denn da? Ich habe Nico hier drin heute auch schon richtig eine gescheuert, weil er die ganze Zeit so arbeitet. Und dann ist er gerade erstmal kurz an die B-Säule geflogen. Er ist selber schuld, Mann. Was machst du so ein Scheiß, Mann? Nächstes Mal kriegst du Kopfnuss. Ja, kann ich überhaupt nicht ab. Direkt neben meinem Kopf da. Ich spinn's wohl. Da musst du eigentlich so nachkommen. Was ist hier eigentlich? Warum ist das denn hier nass? Kommt hier über die Schraube. Was ist denn das hier? Heckklappen-Dingsbums? Schon hier, ja. Ja, darüber wird das auf jeden Fall nass, so wie das aussieht. Andere Seite ist trocken. Oha, hier war ja auch schon mal ein Meister Löter dabei, wa? Da müssen wir gucken, ob das frei ist. Weil das ist ja Ablauf von der Rinne und da war schon jemand richtig bei zu eiern. Ah, ja, guck mal, hier ist die ganze Seite nämlich komplett nass. Das, ich glaube, das Dach kann neu. Hier hat einer mit Sika richtig gearbeitet. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber irgendwas haben die da gemacht. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Der war mal schwarz, der Wagen. Ja, hier sieht man das auch. Der war auf jeden Fall mal schwarz. Und der sieht auch noch richtig kernig aus hier in der Seitenrinne, ne? Keine Bleche eingeschweißt, keine Radläufe eingeschweißt. Kann nichts. Beidseitig hier auch. Heckklappe alles abgekniffen. Wie gesagt, war mal alles geklebt. Naja, Jungs, wir müssen das mal ein bisschen basteln. Jetzt nichts. Ja, Jungs, so sieht die Moral der Geschichte aus. Nackig. Komplett nackig. Wie gesagt, Endstufenkabel haben wir nur 2 Stück drin gelassen. Rest alles raus. Alles weg. Ja, Nico, da geht's einmal von vorne los. Oh, da kriegen wir schon hin. Sieht so schlimm aus, als es ist. Ja, ist gar nicht so schlimm. Nö. Die Sicherungskassen hängen ja auch so ein bisschen traurig raus. Ich sehe da auch schon wieder Lüsterklemmen. Siehst du ja von hier, wie viel Pluskabel da auf einmal reingehen. Da wird mir richtig schwindelig. Da kriege ich richtige Stromprobleme. Da kriegen kurz eine Hose, wenn ich das sehe. Ja, sonst hat sich noch nicht wirklich viel verändert. Es regnet hier wie Sau. Ne? Abgedeckt habe ich das Schiebe da schon, weil das da reinleckt. Dichtung vom Heckscheinwerfer, auch nicht mehr der coolste. Naja, wir machen erstmal Feierabend für heute und erstmal was essen. Haut rein, bis dann. Ja, hier liegen die ganzen anderen Teile. Dachhimmel, alles raus. Ganzen Seitenverkleidung, Lederausstattung. Aber wenn das hier im Regen liegt, Dr. Hofmann, da habe ich keinen Bock drauf. Den muss ich jetzt erstmal reinholen.